Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, jetzt hatte ich eben ehrlich gesagt nicht so den Eindruck, Herr Kollege Bayer, dass Sie in der Gesamtdiskussion um den Breitbandausbau so richtig tiefgehend drin sind, sonst wären einige der Vorwürfe, die Sie gemacht haben, so nicht gekommen. Ich hatte bei Ihrem Antrag auch durchaus den Eindruck, dass auch innerhalb der Piratenfraktion die eine Hand nicht so genau weiß, was die andere tut. Das ist natürlich, und da will ich Ihnen an der einen Stelle tatsächlich mal recht geben, beim Thema Breitband ein großes Problem, weil es sich da um eine sehr komplexe Aufgabe handelt, die man nur gemeinsam über verschiedene Fachbereiche und über verschiedene politische und föderale Ebenen angehen kann. Wo wir uns einig sind, fangen wir damit mal an, ist, dass die Nutzung vorhandener Infrastrukturen die zentrale Kostenbremse beim Breitbandausbau ist. Denn 80%, das wissen wir inzwischen alle, die wir uns in der Diskussion engagieren, der Kosten für den Glasfaserausbau sind Tiefbaukosten. Für Nordrhein-Westfalen hat die kürzlich vorgelegte MIKUS-Studie da durchaus beeindruckende Zahlen ja geliefert. Wenn es unkoordiniert vor sich hingeht mit dem NGA-Ausbau, dann kostet das für Nordrhein-Westfalen 8 Milliarden Euro. Wenn es gelingt, vorhandene Infrastrukturen mitzunutzen, können diese Kosten drastisch reduziert werden. Dann sind wir bei eher 3 Milliarden. Da kommt an dieser Stelle auf der Agenda aber nicht zuallererst die Verpflichtung, überall einfach mal Leerrohre in die Erde zu legen, sondern man sollte zunächst darüber reden, wie wir endlich einen Rahmen schaffen, dass vorhandene Infrastrukturen genutzt werden, dass es Zugang zur vorhandenen Infrastruktur gibt. Und das setzt zunächst mal voraus, dass man überhaupt weiß, wo die Infrastrukturen, wo die Leerrohre denn liegen. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Oleak zulassen? Ja. Wo ist er denn? Bitte schön. Vielen Dank, Herr Bolte. Wären Sie geneigt, der Zuschauerin, dem Zuschauer kurz zu sagen, was ein NGA-Ausbau ist? Bitte schön. Lieber Kollege Oleak, ich finde Ihr Interesse am Netzausbau sehr schön. NGA-Ausbau ist der Ausbau von Next Generation Access Netzwerken, das kann man alles ganz wunderbar in der MIKUS-Studie, die ich eben zitiert habe, nachlesen. Auch was da drunter gefasst wird, das ist dann in der Fachdiskussion durchaus ein Thema für Genießer, ob es dann ab welcher Übertragungskapazität man von NGA-Netzwerken sprechen kann. Da sind die Kabelbetreiber dann auch zum Teil ein bisschen beleidigt gewesen, weil nicht jeder Kabelnetzbetreiber in die NGA-Definition, die Studie zugrunde gelegt hat, sich mit aufgenommen gefühlt hat, will ich es jetzt mal nennen. Aber lieber Kollege Oleak, ich gehe ehrlich gesagt davon aus, Sie wissen, was NGA-Netze sind und unterstellen mir tendenziell auch, dass ich das weiß. Nein? Doch. Okay. Wunderbar. Dann haben wir das geklärt, was das eigentlich ist, dieses NGA. Dann sprechen wir doch mal weiter darüber, wie wir da hinkommen. Ich sagte, dass wir zunächst mal wissen müssen, wo die Netze eigentlich liegen, wo die Infrastrukturen eigentlich liegen. Das könnte eigentlich alles ganz schön sein, weil auf der Bundesebene es einen Infrastrukturatlas gibt, der auch die Leerrohre beinhaltet. Allein die Meldung ist freiwillig, das Verfahren funktioniert nicht wirklich. Und selbst da, wo öffentlich gemeldet wird, sind diese Daten dann nicht öffentlich zugänglich. Und das ist deshalb gerade für die Vernetzung der Aktivitäten vor Ort auf der kommunalen Ebene ein ernsthaftes Problem, das dann auch der Entwicklung lokaler Breitbandstrategien entgegensteht. Und deswegen haben wir in unserer grünen Breitbandagenda auch die Leerrohrmeldepflicht aufgenommen und ein öffentlich einsehbares Leerrohrregister vorgeschlagen. Und deshalb ist es so wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass sich die Landesregierung auf den Fachministerkonferenzen bereits seit Jahren für die Zugänglichmachung des Infrastrukturatlases einsetzt. Meine Damen und Herren, wir brauchen aber vor allem einen wirklich zukunftsfähigen Regulierungsrahmen, einen funktionierenden Regulierungsrahmen. Es ist ja nicht nur so, dass der Bund seit Jahren die Schaffung eines echten Förderprogramms verschleppt. Dazu kommt die Untätigkeit in vielen wichtigen Regulierungsfragen. Die Förderrichtlinie zur digitalen Dividende, da habe ich Herrn Dobrindt fast noch im Ohr, wie er die Richtlinie praktisch für den Tag nach der Frequenzauktion versprach.
dann Anfang August. Jetzt schauen wir mal, wann sie denn endlich vorliegt, ob das tatsächlich kommt. Ähnlich ist es bei der Umsetzung der eben schon vom Kollegen Schick angesprochenen Kostensenkungsrichtlinie. Auch da haben wir bisher eher Ankündigungen und hätte, wäre, könnte vom BMVI gehört. Nichts mit wirklicher Substanz. Dabei wäre da wirklich die Chance, mit einem vernünftigen Rahmen eine umfangreiche Verpflichtung zur Mitnutzung vorhandener Infrastrukturen zu schaffen. Die Debatte darüber, wie wir da hinkommen, die werden wir sicherlich weiterführen. Aber den Antrag, der hilft uns heute an dieser Stelle nicht weiter. Vielen Dank.